Moin, liebe Leute, Sternchen-Ends, was geht? Ja, heute schauen wir uns mal was Besonderes an. Denn Tiches Einblick hat einen wunderschönen Artikel rausgehauen. Der heißt, die 10 unterhaltsamsten Lauterbach-Warntmeldungen. Und die schauen wir uns heute mal in Ruhe an. Das heißt, bei dem heutigen Video könnt ihr euch ganz entspannt zurücklehnen. Das beim Zocken hören oder was auch immer. Ihr könnt hier ohne Probleme einfach lauschen. Ja, lesen wir uns doch mal das Intro durch. Es ist Pfingsten. Da viele frei nehmen, wird auch die Nachrichtenlage dünner. Das ist die große Zeit von Karl Lauterbach. Zu solchen Gelegenheiten haut er gerne Warnungen vor absoluten Killervarianten oder noch schlimmeren raus. Die ausgetrockneten Medien nehmen Lauterbach solche Horrormeldungen in der nachrichtenarmen Zeit gerne ab und der wiederum genießt die Aufmerksamkeit. Dadurch sind schon kuriose Geschichten zustande gekommen. Hier die 10 unterhaltsamsten. Dann bin ich doch mal gespannt, was wir auf Platz 10 haben. Long-Covid bei Kindern. Am 6. Mai 2021 passiert Historisches. Lauterbach ist nicht bei Lanz, sondern bei Illner. Dort sagt er, 7% der Kinder, das ist unstrittig, die sich infizieren, entwickeln Long-Covid-Symptome. Gut, in Deutschland gäbe es dazu keine Zahlen. Relativiert er, auf Nachfrage. Und alle anderen Studien, als die von ihm zitierten, kämen auf niedrigere Zahlen. So viel zu unstrittig. In Lauterbachs Sinn. Er habe es zum Wohl der Kinder gesagt, damit die in Distanzunterricht kämen. Ob er je über das Wohl der Kinder nachgedacht hat, die unter Angststörungen leiden? Ja, das ist ja nichts Neues, dass Kinder hier als Instrument genutzt werden. Vor allem für die heutige Ideologie der Grünen. Und natürlich hier auch von Lauterbach, um Angst zu schüren. Denn Kinder sind ein gutes Ziel, um mit Fühlis zu argumentieren. Also lass doch einfach mal die Kinder aus dem Ganzen raus. Ja, aber was haben wir denn auf Platz Nummer 9? Corona auf dem Kopfkissen. Hotels sind gefährliche Orte. Vor allem, wenn man Frauen, Kinder und Axt dabei hat. Axtwunde. Der Film Shining erzählt davon. Karl Lauterbach würde sich da wohlfühlen, mit Jack Nicholson. An der Bar, an der es weder Alkohol noch zuckerhaltige Getränke gibt. Die Zimmer wären indes gefährlicher, denn da lauert Corona. Auf Kopfkissen und Bettdecken. Das schreibt Lauterbach auf die Wissenschaft Today, besser bekannt als sein Twitter-Account. Er meide daher künftig Hotels. So fällt dann allerdings auch der Ausflug ins schneebedeckte Labyrinth aus. Und hier natürlich extra für euch der originale Tweet von Professor Dumbledore. Ich meine natürlich Lauterbach. Neue gut gemachte Studie zeigt, dass asymptomische Infizierte große Virusmengen in Hotelzimmer ausbreiten. Kopfkissen, Bettdecke etc. Da sich das Virus dort lange hält, werde ich selbst Hotelübernachtungen weiter auf das absolute Minimum beschränken. Ja, der ein oder andere böse Finger würde jetzt sagen, schade, könntest du jetzt eventuell mal eine Nase mehr von dem Kopfkissen des Hotels nehmen, aber ja gut, da müssen wir wohl Hotels meiden, schade. Der Drachenlord freut sich. Halt einmal! Platz Nummer 8, Tote auf der Intensivstation. Wer Kindern Angst einjagt, Omas die Gruselgeschichten erzählen, irre Männer im Park. Und vor allem Karl Lauterbach bei Illner. Viele Kinder verlieren ihre Eltern. Das ist eine Tragödie. Zuvor hatte er in seiner Rolle als die Wissenschaft im April 2021 gesagt, Covid-Patienten auf der Intensivstation seien im Schnitt 47 bis 48 Jahre alt und die Hälfte von ihnen würde sterben. Dazu gibt es überhaupt keine Zahlen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Gelogen? Gelaber oder glattweg eine Fehleinschätzung, wie Lauterbach gelogen und gelabert nennt. Ja, auch hier absolut, hat gar nichts damit zu tun, irgendwelche Angststories zu erzählen und bei den Leuten, bei den Fühlis anzukratzen. Nein, auf keinen Fall. Das ist einfach schlichtweg seinen richtigen Job gemacht. Der Gesundheitsminister ist super. Da freue ich mich, dass wir so einen kompetenten Mann haben dort an der Spitze. Toll, ich fühle mich auf jeden Fall sicher und gut beraten. Platz Nummer 7, Game Changer Asthma. Spray. Der April ist der Monat für Lauterbachs Meldungen. 2021 schien Corona schon vorbei, aufgrund eines Asthma-Sprays nämlich, das Lauterbach als Gamechanger anpries. Natürlich gab es dazu auch eine Studie. Demnach sinke das Krankenhausrisiko um 90%, wenn 3 Tage nach dem Beginn der Symptome Budesonid genommen werde. Später verbreiteten Covidioten widerspenstige Details, wie zu wenige Testpersonen, die an der Studie teilgenommen hätten. Aber immerhin profitierte der Hersteller des Produkts von der Werbung Lauterbachs.
Ja, wunderschön. Hier gibt es natürlich auch einen wundervollen Tweet von The One and Only Lauterbach. Hier mein Thread zum Asthma-Spray. Budesonid. 3 Tage nach Symptombeginn genommen, sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Klinikeneinweisung um 90%. Auch Risiko für Long-Covid könnte sinken. Ja, toll. Am besten jetzt alle hier schön das Asthma-Spray reinrendern, damit ihr geschützt seid vor Covid. Das ist richtig, das ist wichtig. Da kann man sich ja eigentlich schon freuen, wenn man denn an Asthma erkrankt ist. Könnte vielleicht hier die neue Meta sein. Sehr schön, ja. Was haben wir denn hier auf dem 6. Platz? Leugnen für den Tourismus. Warner mit Ungenauigkeiten. Lauterbach lag nicht immer richtig. Nicht immer. Mit seinen Aussagen. Das hört sich fast nach Journalismus an. Frei und unabhängig, kritisch gegenüber einem Regierungsvertreter. Doch diese frechen Worte stammen von Patrick Gensing, Interimsmedienchef des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und im Dezember 2021 noch Faktenfinder der ARD. Da ging der heutige Zweitliga-Pressesprecher darauf ein, dass laut Lauterbach die Corona-Gefahr verharmlost wird zugunsten des Tourismus nach Spanien. Was sich auch nicht belegen ließ. Ja, aber kein Problem hier, wenn Lauterbach das gesagt hat, dann muss das stimmen. Ja, ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass Lauterbach nicht schon längst seit 20, 30 Jahren unser Gesundheitsminister ist, weil dann würde ich mich seit Kindheitstagen natürlich sicher fühlen. Aber nun gut, ne? Man kann ja nicht alles haben. Ja, auf der 5 natürlich wieder auf die Kinder. Kinder als Virenschleudern. Wohin gehören Kinder? Ins salzfreie Ernährungscamp oder vor Gericht, um dort Unterhalt zu erstreiten. Jedenfalls nicht in die Schule. Das weiß Karl Lauterbach. Im April 2021 kämpfte er wie Siegfried. Nur nicht gegen Drachen, sondern gegen Kinder in Schulen. Was soll denn das hier immer mit dem armen Drachen? Entschuldigung, Rainer. Denn massive Schulausbrüche würden ungeimpfte Eltern treffen. Doch das Robert-Koch-Institut widersprach. Die Daten ließen nicht darauf schließen, dass Kinder Pandemietreiber seien. Hätten die vorhergesagten RKI-Fallzahlen gestimmt, hätte er recht gehabt. Das ist keine satirische Einlassung, sondern Lauterbachs Verteidigungslinie in dem Punkt. Ja, auch hier wieder natürlich muss man die Kinder damit reinziehen, denn das ist auch wieder das, was er am besten kann. Auf die Fühlis ansteuern von Eltern und von allen anderen natürlich. Aber ja, der ein oder andere blöde Verschwörungstheoretiker hat es dann vielleicht gemerkt. Vielleicht hätte er hier einfach noch mehr klarstellen sollen, dass wir alle kurz vorm Sterben sind. Aber nun gut, ne? So viel Panik möchte er dann jetzt doch nicht machen. Ja, was hat denn Platz 4 für uns vorbereitet? Aerosole in der Toilettenspülung. Hui! Im Bad wartet der Tod. Das weiß jeder Lebensversicherer. Das weiß jeder Horrorfan. Und folglich weiß es auch Karl Lauterbach. Der Corona-Jäger sieht es und stellt den Feind überall. Etwa in Toilettenspülungen und in ihrem Kamineffekt. Die Aerosole von der Toilettenspülung der Infizierten im Erdgeschoss und der tiefen Stockwerke landen im Bad der oberen Etagen, schrieb er im wichtigsten deutschen Wissenschaftsmedium seinem Twitter-Account. Auf den Ratgeber Korrekt kacken mit Karl warten wir allerdings immer noch vergebens. Ja, und hier natürlich auch für euch der Tweet dazu. Ja, Professor Karl Lauterbach mit blauem Haken. Unappetitlich. Hoffentlich bestätigt sich das nicht. Die Aerosole von der Toilettenspülung der Infizierten im Erdgeschoss und den tiefen Stockwerken landen im Bad der oberen Etagen. Der Kamineffekt der Klospülung. Ja, wunderschön, das hat auch überhaupt gar nichts mit Angst und Panik verbreiten zu tun. Da wollte er natürlich nicht darauf anspielen, dass das alle sehen und sich Sorgen machen. Nein, nein, er wollte natürlich nur, dass die Leute informiert sind für den Fall der Fälle. Klar, klar. Und deswegen schätze ich diesen guten Mann natürlich auch so sehr. Ja, auf dem 3. Platz, Gehirnverlust durch Corona. Kommt ein Mann in eine Bar, so fangen schlechte Witze an. Warnungen Lauterbachs auf Twitter beginnen hingegen gerne mit wichtige große Studie, so wie im Juli 2021. Da warnte der heutige Gesundheitsminister vor Intelligenzverlust durch Corona. Ja, gut, dass ich noch kein Corona hatte, aber gewisse Gesundheitsminister schon. Also nicht, wenn man ständig wegen jedem Lauterbach-Tweet in Panik verfällt, sondern weil die Hirne von Intensivpatienten laut Studie, natürlich Ehrensache, um 10 Jahre altern würden durch Covid.
Das wirft allerdings Folgefragen auf. Wenn ein 106-Jähriger auf der Intensivstation liegt und sein Hirn dann um 10 Jahre altert, kommt es dann ins Guinness-Buch als ältestes Hirn der Welt? Oh ja, ein wunderschöner Witz von dem Verfasser des Artikels mit reingestreut. Das gefällt mir gut. Aber dazu gibt es natürlich auch einen passenden Tweet von Mr. Klar Bauterbach himself. Wichtige große Studie, Imperial College London zeigt Verlust an IQ und Merkfähigkeit durch Covid. Auch Patienten ohne Krankenhaus verlieren Kognition. Intensivpad zeigen Hirnalterung von 10 Jahren. Ursache natürlich unklar. Entzündungsreaktion im Hirn wird untersucht. Ja, das hat auch wieder so gar nichts mit Angst und Panikmache zu tun, sondern natürlich nur mit Informationen streuen und den guten Bürger informieren, was eventuell sein könnte. Natürlich auf eine liebe Art und Weise und wissenschaftlich belegt. Ah, da bin ich aber froh, dass wir hier unseren guten Karl haben. Absolut bester Mann von der Welt. Ja, kommen wir hier zur Silbermedaille. Die absolute Killer-Variante. Ostern 2022, Mitte April. Der Lauterbach-Monat schlechthin. Bisher ist das Jahr nicht so für den Gesundheitsminister gelaufen. Er hat die Impfpflicht im Bundestag verbockt. Das war ein Trauertag für mich, das kann ich bis heute nicht verkraften. Und bei Lanz haben ihn Anton Hofreiter, Roderich Kiesewetter und Michael Roth den Platz weggenommen. Der arme Mann. Der Ukraine-Krieg ist jetzt das Thema, doch an Ostern werden Comebacks gefeiert und die Bild ist bereit, ihm eine Titelschlagzeile zu schenken. Die Chancen für Panikal. Aber Corona ist gefährlich? Das reicht nach 2 Jahren nicht mehr. Also haut Lauterbach einen raus. So richtig. Mit Lust an der Panik. Im Herbst droht die absolute Killer-Variante. Die Begründung der Warnung läuft nach dem üblichen Schema. Wenn man alle Studien liest, könne man nicht ganz ausschließen und lieber warnen, als Leute leben lassen. Und er meint es ja gut. Ja, auch hier, ich bin ihm so unendlich dankbar, dass er mich darauf aufmerksam macht, dass wir im Herbst alle halb sterben werden und wir eine große Pandemie des Schreckens haben werden. Hat natürlich auch gar nichts damit zu tun, dass er sich hier ein bisschen unterdrückt fühlt von den ganzen Leuten, die jetzt Schlagzeilen haben. Nein, auf keinen Fall. Hat er auch bestimmt nicht genossen, dass er so viel Geld verdient hat und dass er die ganze Zeit in den Medien war. Nein, auf keinen Fall. Aber nun gut, ne? Der gute Lauterbach, der möchte absolut das Beste für uns und ich bin mal gespannt, was so Schlimmes im Herbst passieren wird. Ich bin natürlich gewappnet. Ich habe hier ein Ganzkörperkondom angezogen und sitze hier vor meinem PC und warte und hoffe, dass ich überlebe. Ja, und die Goldmedaille hat Folgendes. Schutzmasken aus Staubsaugerbeuteln. Hui, es ist April 2020. Die Deutschen richten sich allmählich in kurzfristigen Dauerlockdown ein und Karl Lauterbach im Studio von Markus Lanz. Das Robert-Koch-Institut vollzieht gerade den Wandel von Schutzmasken haben wir nicht und wirken auch nicht auf Schutzmasken haben wir jetzt und wirken auch ganz dolle. Haben wir festgestellt, dass sie endlich geliefert wurden. Lustiger Zufall, oder? Da haut Lauterbach bei Lanz einen raus. Umgerüstete Staubsaugerbeutel eignen sich ebenfalls hervorragend als Schutzmaske. Das beruhte natürlich auf Studien. Wie immer, die Covidioten der Herstellerfirmen raten zwar davon ab, die Poren seien größer als die Viren und können sie daher nicht aufhalten. Querdenker-Drogerien warnen vor gesundheitsschädlichen Stoffen, die so freigesetzt werden. Aber sind die Wissenschaft? Haben die in Harvard studiert? Na alle. Ja, aber nein, haben sie natürlich nicht. Das hat nur der gute Karl Lauterbach. Denn das Klabusterbärchen weiß natürlich, was gut ist und Staubsaugerbeutel vor die Fresse hängen. Ist natürlich ratsam und hilfreich und wundertoll. Wenn ihr vielleicht keine Atemmaske mehr zu Hause habt, dann nehmt einfach einen wunderschönen Staubsaugerbeutel. Sieht auch wahrscheinlich besser aus als so ein komisches Maulkorb-Ding da. Ihr seid dann auf jeden Fall trendy unterwegs. Kann man sich vielleicht noch eine wunderschöne Regenbogenflagge mit drauf malen. Dann seid ihr hier komplett im Zeitgeist angekommen. Ja, das war's dann aber auch für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Gesundheit und wenig Panik. Also haut da rein, meine Lieben. Hab euch lieb. Tschüss. Sachlichkeit ist böse, Freiheit ist jetzt Hetze. Gabba Gandalf drückt euch direkt beides in die Fresse. Diese Clownswelt macht dich fertig und zwar Tag ein, Tag aus. Doch jetzt holt der alte weiße Magier den Stab raus. Euer Narrativ ist unfassbarer Scheiß, aber Gandalf stellt sich hin und schreit: Du kannst nicht vorbei.